Migrationspolitik gehört mit Sicherheit zu den wichtigsten innenpolitischen Themenfeldern Europas. Und das Ergebnis unseres Gesprächs war sehr klar, nämlich dass wir im ganzen Asyl- und Migrationsbereich in Europa ein neues System brauchen, weil eben die bestehenden Regeln keine ausreichende Antwort sind für den Migrationsdruck, den wir sicher noch viele Jahre haben werden. Zweitens, wir können bei den Überlegungen für ein neues gemeinsames Asylsystem aufbauen auf den Grundgedanken des Europäischen Rats vom 28. Juni 2018. Und drittens, wir setzen bei den Gedanken über ein neues Regelwerk an den Außengrenzen Europas. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal, was die Sicherheit angeht, die Sicherheit beginnt, bekanntlich, ich habe es oft genug gesagt, an den Grenzen. Und wir denken hier an die Außengrenzen Europas, wo wir anstreben müssen, dass nach Europa nur Personen einreisen können, die unter Sicherheitsgesichtspunkten auch unbedenklich einreisen können. Die Menschen, die nach einer ersten Vorprüfung Aussicht auf Schutz haben, wenn es um das Asylrecht geht, aber andererseits auch zurückzuweisen an den Außengrenzen Europas die Personen, die nicht schutzbedürftig sind. Das ist die Grundlage. Wir werden zwischen Paris und Berlin weiter jetzt die Einzelheiten, die nicht ganz einfach sind, fachlich weiter besprechen. Wir werden auch mit der Kommission und anderen Mitgliedsländern selbstverständlich im Gespräch bleiben. Und wir haben in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres die deutsche Ratspräsidentschaft, was ja gleichzeitig dann auch eine Chance ist, dieses Migrationsthema besonders auch in den Mittelpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft zu stellen. Wir befinden uns nicht in einer Krise, wie wir das 2015 erlebt haben, aber natürlich haben wir Anlass zur Besorgnis, insbesondere mit der Situation in Griechenland und auch in Frankreich und Deutschland mit der Sekundärmigration. Wir müssen bei diesem Thema wirklich offensiv vorgehen und Vorschläge vorbringen. Ich habe im November den neuen Kommissar dazu getroffen. Horst hat gestern dazu ebenfalls agiert. Er wird in den folgenden Tagen nach Paris und Berlin kommen. Und wir können dann erstmal eine Bestandsaufnahme vornehmen. Wir stellen fest, dass das System so nicht mehr funktioniert und nicht garantiert, was die Grundlagen Europas ja bildet. Ich denke insbesondere an die Freizügigkeit. Die Freizügigkeit ist heute bedroht, wenn die Asylregeln nicht gut funktionieren, und das ist der Fall. Und die Freizügigkeit ist bedroht, wenn unsere Außengrenzen nicht gesichert sind, und zwar sowohl im Hinblick auf die Migration als auch auf die Sicherheit. Schengen garantiert nicht mehr die Sicherheit der Staaten wie in Frankreich und Deutschland, und Dublin gewährleistet kein ausgewogenes, gerechtes Asylverteilungssystem. Horst Seehofer und ich, wir kennen die Herausforderung, wir arbeiten an gemeinsamen Lösungen, die wir mit der Europäischen Kommission voranbringen müssen, aber auch mit allen europäischen Ländern. Sicherheit, Schutz, aber auch Solidarität sind die zentralen Begriffe für unsere Arbeit. Horst Seehofer und ich haben das auch gemeinsam immer wieder betont. Wir haben in Malta über ein Abkommen diskutiert für die Aufnahme der Flüchtlinge, die von nichtstaatlichen Organisationen mit Schiffen im Meer aufgenommen wurden. Das ist eine deutsch-französische Initiative, die es ermöglicht hat, die Solidarität noch einmal zu bekräftigen, die wir auch Malta und Italien schulden. Und wir schulden diese Solidarität allen Ersteintrittsländern in die EU, also auch Griechenland und Spanien. Und die erwarten zu Recht von Europa, dass Europa da effizienter agiert, auch im Management der Sekundärmigrationsströme. Frankreich und Deutschland sind da direkt betroffen.